Herzlich willkommen und einen schönen Abend zu unserer zweiten Brautsprechstunde. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und mit dabei seid, hier in unserem Barockopo in Leipzig. Unser heutiger Abend startet mit nochmal einem kleinen Infotainment, sage ich jetzt mal, über die aktuelle Situation, die ja jetzt bei uns hier in Sachsen ab Montag in Kraft tritt. Wir haben ja jetzt den Lockdown beschlossen und haben quasi ab Montag geschlossen. Wir sind aber weiterhin für euch erreichbar. Entweder über E-Mail, hier in den sozialen Medien könnt ihr uns immer erreichen, anschreiben, wenn irgendwas ist, wenn euch irgendwas auf dem Herzen liegt oder irgendwas drückt, sprecht uns einfach an. In dieser Zeit der Zwangsschließung werden wir uns bemühen, viel vorzubereiten, auch gerade hier für dieses Tool und gerade für die nächste Woche. Denn nächste Woche könnt ihr euch ganz dick im Kalender einschreiben, denn die nächste Brautsprechstunde fällt glücklicherweise genau auf unser 10-jähriges Barockoko-Jubiläum. 10 Jahre Barockoko hier in Leipzig. Mit mir, mit meinen Eltern, Thomas und Conny, hier im Barockoko. Wir werden uns vielleicht das ein oder andere Goodie für euch überlegen. Also schaltet fein mit ein. Ja, diese Woche möchte ich gerne mit der Brautsprechstunde beginnen. Und zwar sind uns das letzte Mal noch 2 Fragen übergeblieben von euch. Und mit denen würde ich gerne gleich starten. Ich hoffe, die 2 Damen sind auch wieder mit an Bord und hören sich quasi meine Antworten auf ihre Fragen an. Ich habe es mir ein bisschen vorbereitet. Und zwar war die erste Frage, was für Modelle eignen sich, wenn die Braut im oberen Bereich, also Brust und Taille, eher 34 hat und dann ja die Zone, die uns Frauen wohlbekannt ist, am Po, an der Hüfte, eher zu 38 neigt. Das ist was, was sich gut lösen lässt, indem man auf ein Modell geht, wie man jetzt hier auf der Puppe auch sieht. Das Instagram-Bild kommt mit hier auf der Puppe. Haben wir quasi, ich schreibe es mal zu mir in die Mitte. Hier haben wir ein schönes Modell, was sich dazu eignet. Wichtig ist, dass man dabei achtet, dass der Corsage oder das Oberteil nicht zu lang wird, weil sonst würde sich das über diese Differenz quasi hochraffen und man würde immer unschöne Falten hier in der Taille haben. Bei dem Modell ist es wirklich in der Taille abgeschlossen und dann fällt ein Rock schön weich über die vermeintlichen Problemzonen oder über diese Hüftweite. Es wird aber wahrscheinlich so sein, dass man gegebenenfalls dann das Oberteil auf die kleine Größe anpassen muss, damit man hier im Rückenteil ganz einfach die richtige Weite für dich hat, weil man darf natürlich nicht vergessen, das Kleid platzt ja nicht gleich aus den Nähten, sondern es ist immer ein gewisser Übergang. Je nachdem, wie extrem oder wie hart dieser Übergang vom Oberteil zum Unterteil ist, kann sein, wir müssen uns quasi irgendwo in der Mitte treffen und sagen, okay, hier oben passe ich das Kleid für dich perfekt wieder an. Aber das sehe ich jetzt nicht als Problem. Hier ist nur wichtig, dass du schon mit dem Gedanken herkommst und dir das umsetzt. Es gibt natürlich auch Bräute, die sind ziemlich stolz auf ihre Kurven und die möchten auch gerne die Hüfte mitzeigen und ihren Po mitzeigen. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Kleid haben möchte, was im Fit and Flare-Schnitt ist, trotz dessen, dass man diese Größendifferenz zwischen Oberteil und Hüfte mit hat, dann muss man wirklich gut mit der Schneiderin und der Beraterin zusammen sprechen und arbeiten und ganz einfach gucken, ist es möglich, dass das Kopf oben, das Oberteil oben schön schmal sitzt und unten sich das nicht hochrappelt. Hier wird man den kleinen Kompromiss eingehen müssen, dass es in dem Taillenbereich immer ein paar Falten geben wird, weil Stoff ist nun mal mobil, der geht immer dorthin, wo es am weichesten, wo es am einfachsten ist und das ist in dem Bereich tatsächlich die Taille. Aber in diesem Bereich von 34 zu 38, also über eine Kleidergröße hinweg, sehe ich da trotzdem noch Chance. Ja, ich hoffe, mit der Frage konnte ich dir schon ein Stück weit weiterhelfen. Ich denke, damit ist es auch schon gut beantwortet. Wenn du es noch konkreter wissen möchtest oder wirklich ganz konkrete Modellvorschläge möchtest, kannst du mir gerne nochmal schreiben, dann bereite ich das gerne für dich vor oder wir gehen mal in einen Live-Call, wir überlegen uns was.
Die zweite Frage ist tatsächlich eine Frage, die wir immer öfter haben oder die auch immer wieder kommt. Die Frage lautet, ich entbinde im Februar, wir wollen im August heiraten. Wie oder wann sollte ich mein Kleid kaufen oder bestellen? Das ist wirklich eine Beratersache und eine Sache, die müssen wir ganz konkret entscheiden, wenn du entbunden hast. Also wir kommen nicht drum her, erstmal die Entbindung abzuwarten, weil wir ja schauen müssen, wo geht es körperlich hin. Es gibt dann die Möglichkeit zu sagen, okay, man nimmt ein Kleid in einer relativ großen Größe, was gut anpassbar ist. Das ist natürlich von Vorteil, wenn du sagst, okay, ich will mich jetzt nicht unnötig stressen. Wenn du jetzt eine Braut bist, die sagt, okay, ich möchte jetzt nicht stillen, ich werde dann gleich abstillen und ich habe auch eigentlich wahrscheinlich gleich wieder meine Figur, wenn ich entbunden habe, dann kann man natürlich sagen, okay, wir treffen uns einfach kurz nach der Entbindung, wenn du dich wieder wohlfühlst in deinem Körper, und suchen uns ein Kleid aus, was dann vielleicht noch ein bisschen knackig sitzt und was dann ganz einfach ein bisschen geschmeidiger über die Zeit, wenn sich das alles zurückbildet, dann auch sitzen wird. Wichtig ist nur, dass wir dann vielleicht schon wirklich im März, April einen Termin machen, wenn du im Februar entbindest, dass wir dann auch noch einen kleinen Augenblick Zeit haben. Wenn du jetzt sagst, okay, das ist mir vielleicht noch zu lange vorher, das kannst du dann mit deiner Beraterin, egal wo, immer absprechen und sagen, okay, ich weiß erstmal, was es gibt. Das ist auch für die Beraterin oder für das Brautgeschäft immer eine kleine Hilfe, wenn wir schon wissen, okay, wir haben ein Kleid, was dir gefällt, wir haben quasi schon so ein Favorite oder wenigstens den Stil gefunden. Das Problem ist, wenn du dann wirklich erst im Juni, Juli kommst, was wir dann haben, ist ganz einfach, dass wir dann einen sehr, sehr kurzen Zeitraum haben, in dem du dich auch für ein Kleid entscheiden musst. Und dieser Druck ist manchmal nicht gerade ganz einfach umzusetzen. Ja, das wären jetzt erstmal die zwei Fragen gewesen, die wir jetzt vom letzten Mal noch aufzuarbeiten haben. Ich habe mir noch eine Frage quasi im Backup gehalten, die wir in der Brautberatung und gerade auch in den Anproben sehr oft gestellt bekommen. Und da geht es um die Reifröcke. Viele kommen und fragen, muss ich denn überhaupt einen Reifrock unter meinem Kleid tragen? Das Kleid ist doch schon so weit oder das reicht mir eigentlich schon von der Weite. Hier muss man ganz gezielt und ganz deutlich sagen, unter die meisten Kleider gehört ein Reifrock drunter. Es ist natürlich immer in Absprache mit deiner Beraterin, was dein Kleid braucht. Auch ein gutes Beispiel hierfür ist tatsächlich nochmal mein Kleid auf der Puppe, was ich mir nochmal mit hier in die Mitte reinziehe. Das ist ein Modell, das ist ganz fließend, ganz, ganz leicht, ganz locker luftig, so wie es der aktuelle Trend sich vorstellt. Aber trotz dessen haben wir bei dem Kleid, ich zähle mal, 1, 2, 3, 4 Lagenstoff. Und der Reifrock, den ich jetzt zum Beispiel bei diesem Kleid drunter gezogen habe für die Puppe, ist ein mittlerer Reifrock. Dieser stellt das Kleid ein kleines bisschen aus. Hat die Besonderheit jetzt bei diesem speziellen Modell noch, dass der Reifrock selber nochmal eine Lage über hat und auch nochmal eine Lage Tüll über den Reifen. Das hat den Vorteil, dass wenn jetzt dieser feine Chiffon drüber fällt, dass sich der Reifen nicht so unästhetisch hier durchdrückt. Da haben viele Kunden ja ein bisschen Angst davor, die so ein fließendes Kleid wählen, dass dann am Ende der Reifen ständig zu sehen ist. Das muss zum einen, muss der Reifrock an der richtigen Position sitzen und zum anderen, wenn man so einen feinen, weichen Stoff hat, lohnt es sich auch einfach zu investieren in so einen Reifrock, der nochmal so ein Overlay hat, damit sich das nicht so durchdrückt. Ja, man könnte das Kleid aber auch mit einem noch kleineren Reifrock runterziehen. Ich habe was vorbereitet, bleib kurz dran. Ich hole mir die Reifröcke hinterher. Ich habe mir hier mal die verschiedenen Reifröcke, die es so gibt, einfach vorbereitet und werde euch jetzt mal erklären und zeigen. Mir eine nicht von mir. Ja. Also welchen Reifrock ich gerade meine, wäre dieser hier. Das ist ein ganz einfacher Reifrock, wie ihr seht. Der hat unten nur einen Reifen mit, ich sag mal, einer Weite, wie eine Schrittlänge ist. Dieser Reifrock ist wirklich für solche leichten Kleider gedacht, wenn man sagt, okay, ich möchte das Kleid nicht weiter ausstellen. Ich möchte einfach nur nicht in den Stoff reintreten, weil das ist ja das Problem.
dass wenn man das so viele Lagen Stoff hat und die bodenlang sein sollen, dass man auch einfach in diese Lagen dann immer reinstolpert. Und dieser Reifdruck ist dafür gedacht, auch bei solch tünnigen Kleidern zum Beispiel, bei solch tünnigen Kleidern kann man den auch drunter setzen. Wenn man wirklich sagt, okay, mir reicht der Tüll, wie er ist, wie er fließt, dann wäre das der richtige Reifrock. Aber wenn man sagt, okay, ich möchte das Kleid gern noch ein bisschen ausgestalter haben, dass es einfach noch ein bisschen lockiger und reifiger fällt und ein bisschen mehr schwingt, dann würde ich hier wieder den mittleren Reifrock empfehlen. Was dann möglich wäre, wir haben ja jetzt den ganz kleinen und den mittleren Reifrock. Wenn man jetzt sagt, okay, ich bin Typ weite A-Linie oder Prinzessin, die gibt es ja auch. Dann gibt es die weiter ausgestellten Reifröcke. Hier sieht man schon vor mir, da hat man quasi allerhand Umfang. Und hier, dieser Reifrock ist dafür gedacht, das Kleid wirklich aufzubauschen. Also wirklich das Kleid im Rock weiter auszustellen, wirklich diesen Prinzessin-Look zu erreichen. Diese Reifröcke gibt es dann noch mit vier Ringen oder mit kleinen Überrüschen, damit es noch bauschiger wird. Bei den Prinzessinnenkleidern ist im Allgemeinen zu sagen, ja, da gehört trotz der Weite des Tülls immer noch ein Reifrock drunter, weil gerade bei diesen viel tülllagigen Kleidern hat man die Problematik, dass ganz einfach euch sonst nicht der Tüll den ganzen Tag zwischen die Beine wickelt und ihr eigentlich nur durch den Tag stolpert. Und ja, dann muss man gucken, wie schwer ist denn dieses Kleid, was ihr euch ausgesucht habt. Weil ist das Kleid schon hier oben vom Stoff her sehr schwer, dann empfiehlt es sich auch, einen Reifrock zu nehmen, der hier oben noch einen Ring hat. Das hat was mit der Statik des Gesamten zu tun. Wenn das hier natürlich aufliegt, dieses Gewicht, dann drückt sich der Reifrock natürlich auch nach innen und wickelt sich quasi auch bei euch vorne im Schritt unter die Füße drunter. Deshalb lasst euch gut beraten und spart nicht am Reifrock. Das ist wirklich eine Sache, dass die Kunden dann oft kommen und sagen, ach, den habe ich mir geliehen, auch wenn er nicht ganz passt, er ist ja unterm Kleid. Aber das ist wirklich absolut falsch, weil der Reifrock ist maßgeblich an dem Wohlfühleffekt an eurem Tag maßgeblich. Ja? Wenn ihr die ganze Zeit nur mit eurem Kleid zu tun habt, dass ihr rumstolpert und sich euch der Stoff zwischen die Füße wickelt, dann werdet ihr euch auch einfach nicht wohlfühlen. Dann gibt es neben den klassischen Reifröcken natürlich auch noch was für unsere Mädels, die es gerne ein bisschen figurbetonter haben möchten. Und zwar gibt es für die Meerjungfrau-Kleider oder für den Flair-Kleider natürlich auch noch die passenden Reifröcke. Diese Reifröcke sind dann einfach so geschnitten, dass es quasi dieser Bereich, der bei eurem Kleid auch eng ist, auch eng sind. Und dann erst unten meistens nur mit einem Reifen und auch wieder mit so einer Tülllage und einem Overlay überlegt, dass sie quasi das Kleid ausstellen, dass ihr auch in diesen Kleidern so bequem wie möglich einfach laufen könnt. Diese Reifröcke gibt es auch noch ein bisschen kleiner, wenn euer Kleid wirklich nach unten hin sehr schmal geschnitten ist. Und was natürlich ganz toll ist, gerade für diese Kleider, die so schmal sind am Bauch und am Po, dieser obere Teil hat auch nochmal einen ganz entzückenden Shape-Effekt. Na, wie so eine Spanx. Hier drückt es auch nochmal und bringt es auch nochmal vor mit eurem Körper mit rein. Und ja, das sind eigentlich so die Basics zu den Reifrücken und deshalb nochmal mein finales Feedback dazu. Ja, ein Reifrock gehört unter das Kleid. Es gibt auch Kleider, wo gar kein Reifrock drunter gehört, die sind aber vom Schnitt so gehalten, dass es gar nicht muss. Und diese Kleider, wenn ihr keinen Reifrock habt, müssen auch grundsätzlich ein kleines bisschen höher geschnitten sein, also ein kleines bisschen kürzer sein, dass ihr quasi immer unter eurem Kleid vortretet und nicht drauf tretet. Und das muss man einfach immer beachten, dann auch bei der Kürzung. Das weiß aber dann auch die Maßschneiderin. Beziehungsweise wenn man natürlich bei der Beratung sich die Länge gleich aussuchen möchte und muss, dass man darauf achtet und dass einem das bewusst ist, wenn ich keinen Reifrock anziehe, dann muss das Kleid auch trotzdem schon diese Länge haben, dass ich mit meinem Fuß schön unterm Saum vorkomme und nicht in die Not komme, dass ich mir in das Kleid in den Saum
des Kleides mit reintritt. Ja, das sind erstmal so die Basics von den Reifrollen. Ich lege ihn erstmal zur Seite, weil die nehmen hier noch allerhand Platz weg. Und dann habe ich gleich die nächsten Fragen mit reinbekommen. Ich stelle mir erstmal meine liebe Puppi wieder zur Seite. Ja, kann ich ein Kleid ausleihen? Also es gibt tatsächlich auch noch Verleihläden, obwohl das immer weniger wird. Warum? Wie ihr seht, die Kleider haben alle eine Standardlänge. Die sind alle ungefähr auf 1,78 auf 1,80 geschnitten. Das heißt, bei 90% der Bräute muss auf jeden Fall die Länge gekürzt werden bei dem Kleid. Wenn ich das Kleid aber verleihe, kann ich es ja nur einmal kürzen und auch die sonstigen Anpassungen von den Kleidern, also sei es die Brust oder der Ärmel, die Schultern, das muss ja alles nochmal gemacht werden. Und das kann ich natürlich bei einem Verleihkleid entweder nicht machen oder ich bin das Kleid danach sozusagen los. Ich muss sagen, der Verleih ist eine coole Variante des heutigen Outlets. Das war vor ein paar Jahren, war das noch großes Thema, Kleider zu verleihen. Heute sagen wir dazu, es ist ein Outlet, weil wir ganz einfach sagen wollen, okay, das ist euer Kleid, ändert es euch, passt es euch an. Und meistens sind die Preise so, wie sie eigentlich im Verleih gewesen wären, sind jetzt die Outlet-Preise. Also das hat sich einfach ein bisschen umbenannt und hat den Reiz, dass man das Kleid trotzdem für euch perfekt anpassen kann und es ist trotzdem ein neues Kleid aus dem Outlet und man hat kein Problem. Was es auch gibt, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe kein großes Budget und für mich ist auch schon ein getragenes Kleid eine Option. Es gibt auch Second-Hand-Brautläden, die quasi von Bräuten Kleider aufkaufen nach der Hochzeit, diese nochmal aufarbeiten und wieder verkaufen. Da kannst du dich gerne mal kundig machen. Wir bieten hier für unser Outlet an, bis zu 70% Nachlass auf die Kleider und du kannst dir es trotzdem perfekt anpassen. Eine zweite Frage war das Thema, habe ich ja gleich schon mit angerissen, das Thema die Schneiderei. Warum kostet die Schneiderei extra und ist das bei uns auch so? Ganz interessante Frage. Ja, bei uns kostet die Schneiderei auch extra und warum kostet eine Schneiderei? Brautmodengeschäfte kaufen ja Kleider in ganz normalen Konfektionsgrößen ein, in Größe 34 bis Größe 56. So, das ist aber wirklich nur das Standardmaß in der Länge. Das Standardmaß in der Länge. Ja, also wenn man jetzt sagt, okay, so, Standardmaß in der Länge und auch Standardmaß in der Konfektion. Jetzt wissen wir ja aber, dass wir Frauen alle ein bisschen unterschiedlich sind. Also es kann sein, du hast fünf Frauen, die haben alle die Konfektionsgröße 38 und bei jeder würde das Kleid anders sitzen. Weil die eine hat ganz einfach den Brustumfang, aber der kleine Brust. Die andere ist schmal im Brustkorb, hat eine große Brust. Die nächste Kundin wieder hat oben die Maße und es knackt aber ein bisschen hier unten oder eben andersrum. Das heißt, jede Braut ist individuell und das Kleid muss individuell angepasst werden. Zu sagen, die Schneiderei kostet extra, ist nun tatsächlich auch einfach eine, ja, ich sag mal, eine Transparenz, weil die Schneiderin arbeitet nirgendwo auf der Welt oder zumindest in unserer Welt nicht für umsonst. Und das ist natürlich so eine Sache, wo man ganz einfach sagen muss, okay, die Schneiderin gibt dir einen Kostenvoranschlag, du kannst entscheiden, ob du das gern haben möchtest für diesen Preis und hast selber in der Hand. Wir finden, das ist einfach nur fair, dass jede Braut das bezahlt, was letztendlich auch geändert werden muss. Weil wenn ich sage, die Schneiderkosten sind im Kaufpreis inklusive bei jeder Braut, dann muss dir einfach bewusst sein, dass das Geschäft oder die Schneiderei vorab eine durchschnittliche Gebühr auf jedes Kleid draufdrückt, wo sie einfach sagt, das brauche ich ungefähr für die Änderung von solchen Kleidern durchschnittlich das. Das heißt, eine Braut, die zum Beispiel nur die Träger ein bisschen behoben braucht und eine kleine Anpassung vielleicht an der Brust, aber die Länge zum Beispiel passt,
bezahlt eigentlich nur 80 Euro bei der Schneiderin und eine Kundin, die ist klein, die braucht die komplette Länge geändert, will es vielleicht noch knackiger eng haben, die Corsage muss geändert werden, sie möchte noch was aufgestickt haben und, das geht ja ins Unendliche. Die würde eigentlich eine Rechnung von 500, 600 Euro bei der Schneiderin hinlegen und ich würde jetzt sagen, okay, ich muss das über einen Nenner bringen und jede Kundin bezahlt einfach 250 Euro, dann wäre es einfach nicht fair. Und deswegen kosten die Schneidereien einfach extra. Man sagt, das kostet das Kleid im Puren und deine Anpassung auch dich individuell kostet ganz einfach das, was du auch brauchst. Und du hast es selber in der Hand, es ändern zu lassen oder eben nicht. Der Anspruch dahingehend ist ja auch bei jeder Kundin oder bei jeder Braut ein anderer als bei der Niece. Ich sehe schon, es geht hier auch fleißig weiter. Ja, ich würde sagen, stellt mir einfach so prima Fragen weiter, wie ihr sie jetzt hier schon wieder gestellt habt. Die Frage lautet, sehr interessant, so ein tolles Kleid hat oft eine super lange Schleppe. Was mache ich mit dieser 3 Meter langen Schleppe mit meinem Kleid? Es gibt die Möglichkeit, ich habe hier auch mal ein Kleid mit so einer super langen Schleppe tatsächlicherweise vorbereitet. Ich hänge es mal hier hin. Na, das ist jetzt so ein Kleid, wie es im aktuellen Trend einfach ist. Schmal geschnitten, aber eine sehr, sehr lange Schleppe mit hinten dran. So, das sieht natürlich für die Fotos an sich super toll aus. Es ist ein wahnsinnig dramatischer Auftritt. Jetzt bei der Trauung, wenn ihr einschreitet, dann ist es wirklich ein Träumchen. Aber man will natürlich auch, seine Party verleben. Und das ist natürlich immer ein bisschen tricky. Und hier gibt es eigentlich nur 2 Optionen. Entweder man findet sich damit ab, dass die Schleppe enorm leidet und ihr die Schleppe gegebenenfalls wirklich überm Arm tragen müsst, was natürlich nicht schön ist, weil die Schleppe ist den ganzen Tag everywhere im Dreck rumgeschluppert. Die ist danach natürlich auch nicht mehr so schön weiß und sauber, wie sie jetzt ist. Ist aber eine Option. Die Option 2 ist, man steckt die Schleppe so gut es geht nach oben. Bei so einer mega langen 3-Meter-Schleppe, wie du es mir jetzt gesagt hast, geht das aber nur bedingt und wahrscheinlich nur in mehreren Stufen. Und man hat zusätzlich das Problem, dass hier an den Seiten und hier hinten ganz einfach trotzdem die Schleppe ein bisschen überhängen wird. Dann musst du wirklich sagen, okay, ich bin jetzt nicht so die riesen Partymaus, die die ganze Nacht wie wild tanzen will. Dann ist es kein Problem, wenn man jetzt sagt, den Walzer und wenn ich noch ein bisschen auf der Tanzfläche abhotte, geht das schon klar, dann ist das eine Option für dich. Wenn du jetzt aber sagst, ich möchte nicht diesen Kompromiss eingehen, ich möchte nicht auf diese Schleppe oder auf eine solche Schleppe verzichten, aber ich möchte trotzdem eine richtig fette Party feiern haben, ich will tanzen, ich will Salsa tanzen, dann ist es eigentlich nur eine Option zu sagen, du suchst dir noch für den Abend ein zweites Partykleid aus. Das ist leider tatsächlich so ein kleiner Kompromiss, den man bei einer 3 Meter langen Schleppe einfach eingehen muss. Also wie gesagt, entweder du nimmst sie dir einfach über den Arm, du lässt sie dir hochstecken und kommst damit klar, dass du hinten ein bisschen gewurschtelt hast, oder du sagst, okay, für den Tag perfekt, für den Empfang perfekt, aber abends zum Party machen, ziehe ich dann einen sexy Partydress an, dann wäre das quasi eine Möglichkeit. Unsere Puppi, nochmal im Fokus, die hatte einen super tollen Rückenausschnitt, wie er ja gerade auch im Trend ist. Das ist jetzt quasi noch eine Frage von der Kundin hier gewesen oder von der Zuschauerin. Und ja, ein Träumchen, aber die Dame fragt, was mache ich denn jetzt, was ziehe ich denn drunter? Es ist ja nicht jede Frau mit einem super standhaften Busen gesegnet oder fühlt sich dann vielleicht auch einfach unwohl, wenn sie nichts drunter trägt.
Ich würde mal kurz aus dem Bild verschwinden und würde mal was holen aus unserer Unterwäschevitrine, was ich dir zeigen kann, was du in diesem Fall tun kannst. So, ich bin wieder zurück. Hallihallo. Ich habe da mal was mitgebracht. Wenn das Kleid nicht so super tief ist wie jetzt das, gibt es auch noch die Möglichkeit einer sehr tief geschnittenen Corsage. Also man sieht schon, wie weit unten hier der Verschluss ist. Da setzt aber voraus, dass es halt genau in den Rückenausschnitt deines Kleides passt. Das ist quasi eine Option, jetzt nicht für dieses Modell, aber insgesamt, wenn du ein Kleid hast, was quasi tiefer ausgeschnitten ist im Rückenbereich, gibt es auch Corsagen. Wenn du sagst, ich hätte schon gern so eine sexy Lingerie für die Hochzeit. Wenn wir zur funktionalen Unterwäsche übergehen, muss man natürlich wieder, das ist wie bei Schuhen, meine Lieben, von Abstriche in puncto Sexiness machen. Mein Favorit sind dabei tatsächlich Klebebinders. Es gibt hier die Möglichkeit der Klebecups. Das sind die, die man eigentlich als Frau so kennt. Das sind quasi wirklich solche Schalen, solche Cups, die werden an der Brust angeklebt und werden in der Mitte zusammengeklipst. Hier muss man aber dazu sagen, hier muss man ausprobieren, ob es wirklich auch was bringt. Weil viele von diesen Cups, gerade von diesen Klebecups, schieben das Kleid einfach nur vorne noch weiter vom Körper weg und sehen dann wirklich unmöglich aus. Das ist eine Sache, das kann man nur während der Anprobe mit der Schneiderin am besten zusammen ausprobieren, was für deine Brustform und für die Form des Kleides optimal ist. Hier hat man natürlich überhaupt gar kein Problem mit dem seitlichen Ausschnitt, der jetzt hier bis zur Seite. Wenn das Kleid nicht unbedingt Cutouts hat, die direkt hinter der Brust enden, wo man dann wirklich nur sagen kann, man kann entweder Cups einnähen, man kann die Brust ein bisschen tapen, das funktioniert tatsächlicherweise auch, oder man nimmt so eine Halbklebeschale. Dann gibt es hier noch die Möglichkeit, des Klebe-BHs bis zur Hälfte. Die halten schon mal die Brust ein kleines bisschen besser mit oben. Also die werden quasi auch seitlich befestigt und geben der Brust quasi seitlich auch Unterstützung und Halt, was ja auch sehr wichtig ist, dass die Brust auch vorne nach oben gedrückt wird. Weil wie gesagt, es nützt nichts, wenn man vorne einfach was drauf klebt und die Brust dann trotzdem den Pipol wandert. Deswegen ist es hier für viele sehr angenehm, wenn sie sagen, sie haben auch dieses Haltgefühl, dass quasi von der Seite auch eine Unterstützung einfach mit. Das wäre jetzt bei dem Modell mein Favorit. Wenn man jetzt sagt, okay, nur Cups einnähen reicht mir nicht fürs Gefühl, dann ist vielleicht tatsächlich so eine Halbschale für dich die richtige Option. Das kann man dann, wie gesagt, auch in der Beratung, in der Anprobe klären, einfach drauf ansprechen. Wir sehen uns nochmal genauer, wo man hier quasi die Klebepunkte in dem BH hat. Einmal hier an der Seite und dann auch nochmal hier unten an der Brustschale, damit die Brust auch wirklich sicher sitzt. Was die BH so besonders macht, ist, dass die vorne auch schön tief ausgeschnitten sind. Was auch oft passiert ist, dass die Bräute kommen und haben quasi so ein Balkonett-BH oder ein Balkonett-Klebe-BH an und hier vorne lunzt dann quasi im Herzausschnitt noch so ein Mupsel vom BH stehen raus. Das ist natürlich schade drum und das soll auch nicht sein, weil die BHs auch oft hartweiß oder dann Hautfarben sind wie der. Und wenn dann so ein Stück BH rausguckt, das sieht einfach nicht schön aus und zerstört dann letztendlich so das gesamte Bild. Ja, ich denke, wir haben heute einige Fragen klären können. Wir konnten einige interessante Fragen auch besprechen. Und damit lasse ich den heutigen Abend dann auch ausklingen. Ich will noch mal eine kleine Erinnerung bringen an nächste Woche Freitag zu unserer Jubiläumssendung 10 Jahre Barockoko. Da werden wir uns, wie gesagt, das ein und andere für euch einfallen lassen und freuen uns sehr, wenn ihr auch da wieder mit dabei seid bei der Brautsprechstunde und verschleierte Rezepte von Katharina. Und wenn euch noch was auf dem Herzen liegt, dann schreibt uns einfach eine Direct-Mail. Ich freue mich immer von euch zu hören und wünsche heute erstmal einen schönen Abend und ein tolles Adventswochenende. Macht's gut!